Hier seht ihr nun das gefilzte Schäfchen mit den großen Locken. Eine neue Idee zur Deko oder als wunderschönes kleines Mitbringsel. Das Schäfchen wurde von mir in der Waschmaschine gefilzt. Beim Filzen bin ich immer sehr vorsichtig und filze lieber einmal mehr, als wenn es gleich zu aggressiv ist. Ich filze immer bei 40 Grad in der Waschmaschine. Mit reichlich Feinwaschmittel, natürlich ohne Weichspüler, schaue mir das Ergebnis an und wenn es mir nicht gefällt, filze ich auch ein zweites oder drittes Mal. Immer empfehlenswert ist es, ein, zwei Tennisbälle mit hineinzugeben, dann wird es mehr und schöner durchgewalkt. Dieses Schäfchen mit den großen Locken ist am Körper gehäkelt, in festen Maschen mit Luftmaschen. Kopf, Beine und Ohren habe ich gestrickt. Dazu habe ich 5 Knäuelwolle, Filzwolle 100% verwandt mit 55 Metern und Stricknadel Nummer 8. Auch bei der Häkelnadel beim Körper war es eine Nummer 8. Eine wunderschöne ausgefallene Geschenkidee oder für euch als Deko in der eigenen Wohnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut das nächste Mal wieder gerne herein, wenn ich eine neue Idee für euch habe. Tschüss und schönen Tag.